Da sind wir wieder zurück bei Grandia. Wir haben gerade die Zenaga Queens besiegt. Wir haben Boots bekommen. Elfen King Boots. Level 2 Attackenresistenz, ne? Ob das jemand braucht. Und Tio kriegt mehr Dev, kriegt aber weniger Movement Speed, der sich eh kaum bewegt, kann sie auch die Dev dazu bekommen. Interessiert er eh kaum sonst eine Sau. So, wo ist der Sound? Wo ist der Sound? Ich höre den Sound nicht. Das ist aber echt schade. Naja, ich habe da schon gesehen, dass da so ein Ding war. Allerdings möchte ich hier noch ganz kurz reingehen. Eventuell hier wird ja hier noch was Schickes. Was sind die? Da trifft's doch alle. Und alle sind tot. Gold, 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 Gold. Komm in meine Taschen, denn das Gold spielt auch noch eine sehr wichtige Rolle in diesem Spiel, werdet ihr dann auch bald merken. Aber erst dann sammeln wir 2500 Gold ein, das war's aber auch schon, so ein kleines extra Ding hier. Wenn man jetzt nämlich, glaube ich, das gelbe Ding anschlägt, dann schließt sich die blaue Tür hier wieder. Und dann kann man das vergessen, die 2500 Gold. Möchte ich aber nicht haben, ich möchte die 2500 Gold haben. Ich stehe auf 2500 Gold. So, da haben wir den zweiten Punkt, das ist nämlich das, wo wir hergekommen sind, soweit ich das weiß. Okay, die blaue Tür ist noch offen, aber ich glaube, das war die die falsche Richtung. Die hier müsste jetzt zu sein. Habe ich recht? Nein, ich habe nicht recht. Okay. Dann ignoriert mein Geschwafel. Bezüglich der Türen, nicht für immer. So, die stehen aber alle sehr gut für einen Boom. Ein sehr schönen Boom. Oh, Tio macht alles zu Ende. Keine Hilfe von anderen. 4200 Schaden mit den Auto-Hits. Level 51 sind wir jetzt bereits. So, hier ist nichts. Hier ist einfach nur eine Sackgasse gewesen. Zeitverschwendung, Time Waste, whatever. Hier kann man einmal ein Spiegelchen schieben. Da sieht man schon auf dem Boden die Markierung. Ja, das dann bitte ignorieren, diese Bohrung. Geht mir selbst gerade auf den Zeiger. Okay, jetzt können wir hier, ich versuche mal die ganze Zeit mit Labern zu übertönen. Jetzt können wir das Ding wieder anschießen, jetzt kriegt die eine Kugel ab und dann geht die Tür auf. Ja, wir haben 4 Truhen gefunden. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt wieder Fake-Truhen, aber es gibt ja leider zum Glück gerade ja nicht. Wir haben eine Robe bekommen, eine Valkyrenrobe. Eine Valkyrenkleid, mehr Eck dazu. Und einen Angel's Ring haben wir bekommen. Das Eck werde ich bestimmt nicht weggeben, das King Sprite auch nicht, das auch nicht, das eigentlich auch nicht. Okay, dann gucken wir einfach nochmal nach, was es ist. Ja, gibt ein bisschen Leben wieder während des Kampfes, aber das, was Video halt als Rüstung hat, das, ja, eigentlich total sinnlos. Wer nicht die ganze Zeit All-Healer braucht und so weiter. Oder wenn ich die ganze Zeit All-Healer hat. Da hinten war nichts mehr. Konnte man also ganz gechillt hier lang gehen. Die war hier offen jetzt. Da kommen wir hier lang gehen. Dam, dam, dam. Ich habe einen aus Erstschlag. Ist ja cool. Tio ist ja als letzter dran. Beziehungsweise kommt langsam angerast hier. Kamu. Wieder eine Potion, ein Yomis Elixier. Ja, sehr schön. Kann man das später auch wieder verkaufen für Geld. Kann den schaden. Eine Panacea. So, was war hier gewesen? Hier war so ein komisches Zeichen. Okay, das war so eine Art freie Leitung. Gehen wir also wieder zurück. Wir haben nämlich einen zweiten Punkt aktiviert. Eigentlich sehen sie voll nice aus. Muss ich schon zugeben. So, hier ging es eventuell lang. Ah ne, hier war die rote Tür, genau. Okay, da müssen wir jetzt wieder lang hier. Irgendwo nach 1. Ach ja, genau, das hier Ding war ja oben. Hab mich schon gewundert. Warum? Waren wir gerade in 3 oder waren wir gerade in 2? Jetzt sind wir nämlich in 2. Ich hab mich gerade gewundert, warum.
Ja, mal ganz kurz nochmal kicken hier. Ja, 3, okay. Jetzt sind wir wieder in 2. Da ist die Tür zu, warum auch immer die zu ist. Wir haben eigentlich das blaue Ding angeschlagen. Gelbe. Ah, okay, die Türen haben sich getauscht. Jetzt sind nämlich wieder hier Feinde wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. 2 Naga Queens. Woo! Die können wir auch mal wieder locker flockig hier weg vom Hanger hauen. Vom Hanger. Vom Hammer hauen. Dragon Rise! Dragon Rise! Geiler Typ. Mach dir was gut schon. Alter, dieses Bohren gibt mir. Power of Stars Rest. Ich probiere mal das hier ganz kurz. Ob das was Schickes macht. Jetzt habe ich das vorher auch selten gesehen. Schade, ich dachte plus 5 überall. Na gut, dann nicht. Einmal ein Snooze. Ich bezweifle, dass jemand einschläft bei mir. Oder ich hab's mal nicht. What? Der zaubert auch schon wieder. What the fuck, wer ist denn eine Scheißsicht? Okay, dann muss Ryu das alleine durchstehen. Ah, die wachen wahrscheinlich auch nicht wieder alle auf. Naja, höchstens jetzt. Spätestens meine ich. Oh, jetzt zieht es uns zusammen. Wow. Das hat's gebracht. Okay, jetzt ist keine Spezie mehr hier. Jetzt ist Ende im Gelände. Machen wir erstmal einen Tod. Sky, take flight. Tio und Elena ratzen immer noch schönlich vor sich hin. Dam, dam, dam. 4000 Schaden. Wow. Boah, sie laut, ey. Oh, nur 2000. Wenig. Oh, müssen die immer so laut sein, Mann? Scheißviecher. Okay, Tio schläft nur noch. Eigentlich mein stärkstes Mitglied. Weil sie eigentlich am schnellsten ist. Oh, Tio ist wieder aufgewacht. Tja, jetzt heißt es Abschied nehmen, ihr Mistviecher. Sobald Tio einmal Babum macht, haut euch eure Pelle weg. Eure Schale. Eure Haut, so heißt es. Tio versteht keinen Spaß, wenn man sie einschläfert. Ganz und gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, da haben wir neue Waffen für Tio. Wieder alle in Level Up. Sehr schön. Wir können Tio die Waffen geben. Ein Phönixring. Das ist aber nicht das, was ich möchte, weil ich verliere Act. Und da scheiße ich ganz ernsthaft auf die 4. Auf die 14 ATK. So, da haben wir das rote, dieses rote Kügelchen. Und jetzt ist schon wieder kein Sound, das ist so nervig. So, da haben wir den letzten. Da geht's aber noch lange nicht lang. So, hier geht's nicht und doch, hier geht's runter. Hier haben wir noch ein gelbes, was zu ist. Dann gehen wir mal ganz flux hier hinten lang. Den leider nicht so optimal für einen Boom. Also muss jetzt die härtere Version ran. Die da ein bisschen mehr Fläche hat. 4000 Schaden. Wow. Der hat 2 Potions, zweimal ein Magical Medicine.
Jo, wir gehen erstmal hier lang. Da gibt es da sicherlich ein paar andere Wege noch. Ah, ich höre schon wieder. So ein Warrior. Komm, Tio, du kommst doch daran bestimmt dran, oder? Ja. Ich mag Zauber. Die gehen so schön flux. So, gibt's hier in dem Raum was? Ja, hier geht's weiter. Hier haben wir eine. Ein Heroes Elixier. Wow, das war's aber auch schon leider. Sorry. Sorry, Sackgasse. Aber hier hinten geht's natürlich noch weiter. Da gibt's nämlich hier. Hier war irgendwo. War hier nicht der. Okay, gehen wir hinten zum. Eine Hyper-Mogai-Bomb, nicht mehr eine Super-Mogai-Bomb, sondern eine Hyper-Mega-Mogai-Bomb. Okay, aktivieren wir mal das Ding. Wohin führt diese Tür? Und wo ist diese Tür, ist die bessere Frage. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nochmal vier Truhen. Eine Sonnenrobe, eine heilige Krone und eine Goldfeder. Wir können Elena mit einer Angel's Robe nicht ausrüsten. Einer Holy Crown allerdings schon. Naja, muss ich später mal nachgucken, ob die ob einige Items noch sitzen. Für die anderen. Was ich aber dennoch machen wollte, was hier absolut kacke ist, Mann. Ich wollte die eine Truhe noch haben. Und da werde ich auch sicherlich noch hinkommen. Ich lasse mich hier nicht abspeisen. Okay, gehen wir wieder zu 1. Wir haben jetzt nämlich alle drei Dinger activated. Es gab hier irgendwo noch einen Schalter. Aber wo dieser Schalter ist, ich habe keine Ahnung. Also hier haben wir eine Tür weiter offen. Hier haben wir das. Da haben wir das. Hier haben wir die Truhe von mit der Robe gehabt oder irgendwas war hier drin. Jedenfalls nicht das, was ich suche. Denn das, was ich suche, befindet sich... Kann man das noch aktivieren? Ja, kann man noch. Super. Dann aktivieren wir mal das mal Flux hier. Ja, dann aktiviert sich das hier wieder. Ich weiß, ich weiß. Allerdings können wir hier... Ach du Heiliger. Das ist ein bisschen komplexer. Einmal hier lang. Dann stößt sie auf das Ding. Dann auf das. Dann auf das. Dann auf... Fuck? Okay. Ach ja, nee. Ich glaube, das muss stehen geblieben sein, oder? Nee, hier. Einmal hier lang. Dann muss das hier lang. Ja, dann geht das hier lang. Dann geht das hier lang. Dann geht das hier lang. Dann geht es hier durch und dann auf das Ding. Genau. So müsste es eigentlich sein. Normalerweise. Kling. Okay, die heilige Truhe begibt sich nach unten. Ich hoffe, da ist das drin, was ich erwarte. Und zwar Items. Da ist es. Das Drachenei, das Book of Sages. Oh, ein Buch sogar. So. Wir haben einmal das Buch. Nein, erstmal doch, wir haben alle Dracheneier, alle Eier jetzt. Denn dieses Ei wird Theobald tragen. Das war Boom auf Maximum. Einmal Baboom. Dann einmal Crackling. Jetzt Dragon Zap und hier haben wir den Meteor Strike. Das Babu kommt noch auf Stufe 5. Den Dragon Zap auch. Dann haben wir alles voll. Hornado kriegt sie noch.
Und jetzt bekommt Theo statt dem Gravity Egg, bekommt jetzt das Dragon Egg. Das hat nämlich jetzt nur im Gegensatz zum Fairy Egg nur Offensivzauber dabei. Er kann statt dem Star Egg, kriegt jetzt das Gravity Egg. Obwohl, ich glaube, der kann das Star Egg behalten. Dafür kriegt er dann das Gravity Egg und er kriegt jetzt das Chaos Egg. Dann sind alle Eier zufrieden. Und Book of Sages hat natürlich so ein... Ach, scheiße. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier haben wir alle Techniken voll, wenn wir jetzt noch Droplets of Life lernen. So. Einige werden jetzt zwar sagen, Punkteverschwendung, aber ist mir egal. So, damit mache ich wieder einen kurzen Cut und bis zum nächsten Mal.